Andreas Winkler, Austrokontroll, Luftfahrtagentur. Es freut mich, Sie im Segelflug-Spezialbereich heute beim Season Opener 2021 begrüßen zu können. Wir wollen Ihnen hier ein wenig die Sicherheitsaspekte im Segelflug speziell für das Jahr 2021 näher bringen. Wo sind die Sicherheitsprobleme im Segelflug? Das ist die erste und wichtigste Frage, die man sich stellen muss. Dazu brauchen wir die Statistiken, die Daten aus Österreich und aus Europa, um hier die wichtigen Punkte identifizieren zu können. Die Basis dafür ist eigentlich der EASA Safety Review 2020, der hier im Detail über Europa die Daten analysiert und hier eine Guidance gibt, in welche Richtung man die Sicherheitsmaßnahmen setzen sollte, um Sicherheitsprobleme zu identifizieren und letztlich auch Maßnahmen zu setzen. Schauen wir uns einmal die Daten tatsächlich an in Europa. Wenn Sie die linke Statistik sehen, die hier von den Jahren 2015 bis 2019 die Daten auflistet, so sieht man in etwa, dass 20 bis 30 fatale Unfälle pro Jahr im Segelflug in Europa passieren, ja, und in etwa knapp unter 200 größere Unfälle mit Segelflugzeugen, die also nicht tödlich enden, passieren. Das ist doch eine nicht unerhebliche Anzahl. Und jetzt muss man mal schauen, wo passieren eigentlich die Unfälle? Was ist das Thema, das wir hier haben? Und die Statistiken hier im Annual Safety Report zeigen eindeutig, dass die Landephase hier die kritische Phase ist. Die größte Anzahl der Unfälle passiert in der Landephase. Was sind die Themen dabei? Die Themen sind vor allem die Human Factors, die Human Performance, die Grenzen der menschlichen Fähigkeit, die hier die Problematik sind. Das ist eigentlich über alle Luftfahrtkategorien das Hauptthema und es ist auch das schwierigste Thema zum Adressieren. Ein weiteres ist Stall Spin, vor allem in Bodennähe, also der Langsamflug, das Abkippen, das unkontrollierte Abkippen, das letztlich zum Unfall führt. Und der Windenstart, eine Startart, die durchaus eine höhere Unfallrate hat und wo man besonderen Augenmerk dazu legen sollte. Wenn wir analysieren, wo die Sicherheitsprobleme liegen, müssen wir die Kernfrage stellen, warum stürzen wir eigentlich ab? Was sind Sicherheitsprobleme? Man kann sich die Sicherheitsprobleme sehr gut vorstellen mit dem Löcher im Käse. Je mehr Löcher wir stopfen können, umso geringer sind unsere Sicherheitsprobleme. Was sind jetzt die Löcher und wie entstehen unsere Unfälle? Eines der Kernunfallszenarien, die es gibt, ist das sogenannte Aircraft Upset oder der Loss of Control, der Kontrollverlust des Luftfahrzeugs. Man ist nicht in der Lage, es innerhalb einer gewissen Zeit wieder in den Griff zu bekommen, ein typischer Landeunfall. Die weiteren Szenarien sind die Kollisionen, einmal die Kollision mit dem Terrain, in welchem immer Szenarien, oder mit Hindernissen im Flug. Und die weitere Kollision, die insbesondere im Segelflug sehr wesentlich ist, ist die Mid-Air Collision, die Kollision mit anderen Luftfahrzeugen im Flug. Einen großen Anteil an den Unfällen haben natürlich die Landeunfälle und das haben wir auch anhand der Daten sehr klar sehen können. Wenn man weiter analysiert, ist die Frage, wie kommt es nun zu diesen Unfällen? Und hier sind die Human Factors, die menschlichen Grenzen und die menschlichen Wahrnehmungen ein wesentliches Szenario, das diese Unfälle bewirkt. Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, im Englischen Perception und Situational Awareness, sind die Kernthemen, die Kernursachen dieser Unfälle. Wie sieht nun so ein Szenario eines Unfalls aus? Wir nennen es in den letzten Jahren immer im Season Opener sehr oft schon genannt, den eigenen Kopfsalat, der uns behindert. Das Problem ist, dass du in gewissen Szenarien der Mensch überlastet ist. Er ist nicht in der Lage, hier alle Informationen zu verarbeiten. Das ist, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr gegeben. Es kommt dann zum sogenannten Tunnelblick.
Das heißt, gewisse Sensoren werden quasi nicht mehr aufgenommen, können nicht mehr aufgenommen und verarbeitet werden. Ja, man ist sehr eingeschränkt handlungsfähig. Das ist der Kopfsalat, den wir haben. Und dieser Kopfsalat, der behindert uns und führt dann letztlich zu den Unfällen. Wenn Sie an dem Thema mehr interessiert sind, bitte, wir haben einen eigenen Tag dafür reserviert und es gibt hier Präsentationen einerseits von der Sicherheitsunfalluntersuchungsstelle über aktuelle Unfälle und auch ein Spezialthema den Human Factors in den Fällen, das Gefühl, das trügerische, fliegerische Gefühl. Bitte schauen Sie sich das an, das passt exakt in diesen Themenkreis. Die weiteren Unfälle, die hier sehr wesentlich sind, sind der Startabbruch beim Windenstart, die Zuverlässigkeit unseres Luftfahrzeugs, da hier ist insbesondere zu nennen die Gutmütigkeit oder die Gefährlichkeit einzelner Segelflugzeuge, insbesondere im Langsamflug, die Entscheidung und die Planung. Hier ist es vielleicht zu nennen, dass man für alle Vorhaben, die man hat, einen Plan B benötigt. Und die Sicherheitsabstände. Die Verfahren, die Sicherheitsabstände einzuhalten, ja, insbesondere natürlich im Segelflug, im Thermikreisen, dort wo Luftfahrzeuge sich sehr knapp beieinander befinden. Für das Problem der Landungen ist der Anflugweg und die Planung eines der Kernelemente, die hierzulande Unfällen führen. Und dort muss man tatsächlich auch ansetzen. Die Unfallvermeidung und die Erhöhung der Flugsicherheit ist, wie man erkennt, ein sehr ein komplexes Thema. Es braucht daher einen Plan, den man erstellt und wir empfehlen, dass jeder selbst sich überlegt, was sein Plan zur Flugsicherheit ist. Da gibt es viele Wege dazu. Es geht einmal aus von den Informationen, die hier die EASA gibt. Es geht dann weiter in das, was ein State Safety Program ist. Und letztlich der persönliche, der eigene Plan, was tue ich selbst für die Flugsicherheit. Das ist sehr strukturiert. Grundsätzlich kann man sagen, wichtige Informationen kann man aus den Flugunfallberichten, aus den Störungsmeldungen bekommen, wo die Analysen sind, warum Unfälle passieren. Eine weitere Information ist, wie schon gesagt, der EPAS, der European Plan for Aviation Safety, wo man schon erkennt, was wesentlich ist, wo soll man sich konzentrieren. Das State Safety Programm, das daraus resultiert, legt das dann um auf Österreich. Und letztlich ein wichtiger Punkt ist, dass man aktiv an der Sicherheit arbeitet, sich selbst persönlich sagt, was kann ich tun für meine Art der Fliegerei, für meinen Flugsport, hier die Sicherheit zu erhöhen. Ganz, ganz wesentlich ist die Kommunikation hier im Rahmen der Community, in den Piloten, in den Vereinen hier gemeinsam zu kommunizieren, zu erarbeiten, zu erkennen, wo die Probleme sind. Das braucht unter Umständen einen Sicherheitsplan in den Vereinen, um hier in der gemeinschaftlichen Tätigkeit die Sicherheitspunkte gut adressieren zu können. Und insgesamt ist es die Safety Culture. Ja. Man muss sich klar sein, ein Unfall kann jedem passieren. Jeder, der länger in der Fliegerei ist, hatte schon irgendeinen Vorfall oder einen Unfall und war beteiligt. Und hier wirklich nicht die Augen verschließen, sondern aktuell daran arbeiten. Ja. Sicherheit ist also nicht eine einmalige Maßnahme, sondern ein laufendes Programm. Eine wichtige Frage, die man sich stellen muss, ist, welche Rechtsvorschriften gelten für mich? Wir haben ja immer noch die Trennung zwischen nationalen Rechtsvorschriften und EASA-Rechtsvorschriften. Die sind in der EASA-Grundverordnung im sogenannten Annex 1 angeführt. Wenn Sie dieses Schaubild ansehen, dann sehen Sie auf der linken Seite alle Luftfahrzeuge, die also im Rahmen des nationalen Rechtes sind, also Luftfahrtgesetz und alle folgenden Verordnungen. Und auf der rechten Seite alle Luftfahrzeuge, die vom europäischen Recht, also den EASA-Rechtsvorschriften, hier betroffen sind. Wie kann ich das erkennen? Wo gehöre ich hin? Das ist die erste und wichtigste Frage, damit man weiß, welche Vorschriften man zu verwenden hat. Auf der rechten Seite relativ einfach. Ja. Alle
Luftfahrzeuge, die ein EASA-Type-Certificate haben, erkennbar am Lufttüchtigkeitszeugnis, das ist also die Mehrheit aller Segelflugzeuge, Motorsegler und TMG, werden von den EASA-Rechtsvorschriften erfasst. Es bleibt eigentlich nur ein geringer Teil über, der im sogenannten Annex 1 auf der linken Seite ist. Das sind einmal die historischen Segelflugzeuge. Ich nenne halt hier mal ein paar Beispiele, Sie werden sie kennen, ja, Acrona Baby, ein SG-38, ein MG-19 oder MG-23, die an sich nur mehr in geringen Stückzahlen vorhanden sind, wurden nicht in die Rechtsvorschriften der EASA aufgenommen, sondern hier gilt weiterhin Luftfahrtgesetz, ZLLV etc. Neu vielleicht dazugekommen, welche auch unter den nationalen Rechtsvorschriften sind, sind ganz leichte Segelflugzeuge, die man unter dem Begriff ultraleicht Segelflugzeuge findet. Hier Beispiele sind zum Beispiel der elektrische Silent oder die APIS oder B und ähnliche sehr leichte Segelflugzeuge mit Gewichten bis 250 Kilogramm, wenn sie einsitzig sind, oder 400 doppelsitzig. Also die unterste Kategorie der Segelflugzeuge. Gehen wir zu den Technikvorschriften im Jahr 2021. Wir haben so eine kleine Übersicht erstellt, die können Sie auch auf der Austrocontrol Homepage herunterladen. Das ist die Übersicht über alle Rechtsvorschriften, die innerhalb der Europäischen Union für EASA-Luftfahrzeuge gelten. Was ist jetzt das Wesentliche für den Segelflieger? Man muss sagen, zur Erleichterung des Segelflugzeuges wurden ein Großteil der Vorschriften schon in einem sogenannten Rulebook für Segelflug zusammengefasst. Das sind zumindest einmal die technischen Vorschriften und die operationellen wie auch die Lizenzvorschriften eine Art Handbuch zusammengefasst. Das wird laufend erweitert, sodass letztlich alle Rechtsvorschriften für den Segelflug dort zu finden sein werden. Die Vorschriften für die Instandhaltung haben sich im letzten Jahr doch sehr wesentlich geändert. Ganz wichtig, seit März letzten Jahres gilt der Part ML, die Vorschrift für die Instandhaltung leichter Luftfahrzeuge. Dazu gehören auch alle Segelflugzeuge. Und es gibt die neue Organisation von Wartungsbetrieben, die sogenannte CAO, Continued Airworthiness Organisationen. Hier gibt es nur Übergangsfristen bis 2021, vor allem für die Betriebe. Aber auch ganz wesentlich, es ist eine Wartscheinpflicht, die seit Oktober letzten Jahres gültig ist für alle EASA-Luftfahrzeuge und insbesondere natürlich für die Segelflieger, wo es bisher eine Ausnahme gegeben hat. Ich möchte auf die Instandhaltungsvorschriften, den Part ML, näher eingehen, da er doch in diesem Jahr wesentliche Änderungen hat. Was sind die Kernelemente der Instandhaltung an Segelflugzeugen und Motorseglern? Das Wesentliche ist einmal, jedes Luftfahrzeug benötigt ein Wartungsprogramm, ein Instandhaltungsprogramm. Mit dem Part ML ist hier keine Genehmigung durch eine Behörde mehr notwendig. Sollte das Luftfahrzeug in einer CAMO oder in einer CAO gemanagt werden, dann ist allerdings eine Genehmigung durch diese Organisation erforderlich. Nähere Informationen findet man unter anderem auch in einem SANI-Swift der EASA oder entsprechend auf der EASA-Homepage. Ein wesentliches Element der Instandhaltung ist natürlich die jährliche Nachprüfung, der Airworthiness Review, das sogenannte BICRL. Ab letztem Jahr gibt es die Wartscheinpflicht. Es gibt auch die entsprechend erleichterte Lizenz, den Part 66L. Das bedeutet, für alle Arbeiten außer Pilot Owner Maintenance sind geringfügige Instandhaltungsarbeiten, die die Lufttüchtigkeit nicht direkt beeinflussen, ist jedenfalls ein Release to Service durch ein Part 66 Personal erforderlich. Sollte Ihr Segelflugzeug oder Motorsegler kommerziell eingesetzt sein, das kann sein in einer Flugschule, die gewerblich agiert oder für gewerbliche Rundflüge, dann ist jedenfalls die Instandhaltung durch einen Instandhaltungsbetrieb durchzuführen und das Management durch eine KAU oder KAMO-Organisation. Eine wesentliche Aufgabe ist natürlich die Einhaltung der entsprechenden Fristen und hier besonders die Fristen der Lufttüchtigkeitsanweisungen. Lufttüchtigkeitsanweisungen sind
immer direkte Maßnahme, die die Luftdüchtigkeit beeinträchtigen. Hier ist immer ein Unfall oder ein Vorfall passiert. Um diese Fristen einzuhalten oder zu tracken, kann die Übertragung auch an eine KAM oder KAU erfolgen. Auffällig ist bei unseren Inspektionen, dass die Instandhaltungen sehr oft durchgeführt wurden. Allerdings finden sich weder in den Luftdüchtigkeitsunterlagen, wie zum Beispiel dem Bordbuch oder dem Lebenslauf, entsprechende Nachweise darüber. Und es ist jedenfalls im Bordbuch vor Betriebsbeginn eine Freigabe einer sogenannten Release to Service notwendig. Technische Änderungen, wie zum Beispiel der Umbau eines Instrumentenbrettes, der Einbau anderer Ausrüstung oder ähnliche Änderungen, sind jedenfalls genehmigungspflichtig. Ausgenommen davon sind sogenannte Standard-Changes nach CS-Stand. Hier gibt es genaue Regelungen und Auflagen, wie diese Änderungen einzubauen sind. Bitte beachten Sie das bei Änderungen an Ihrem Segelflugzeug oder Motorsegler. Die Verantwortung des Halters, wie Sie sehen, ist hier eine ganz wesentliche. Und der Halter ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung der Luftdüchtigkeit und für die Einhaltung der Maßnahmen. Ist der Halter dazu nicht in der Lage, weil ihm das Wissen über den Part ML fehlt, so kann er das an eine KAU oder KAMU-Organisation übertragen und diese haftet dann anstelle des Halters. Ich möchte ein bisschen näher auf die Betriebsvorschriften im Segelflug eingehen. Das ist der sogenannte Part SAO. Der ist doch relativ neu und ich denke, es ist eine Information in dem Bereich sehr gut. Die Betriebsvorschriften regeln, wie der Flugbetrieb zu erfolgen hat. Ja, also wir haben eine ganze Vielzahl von Segelflugzeugen, wir haben aber auch eigenstaatsfähige Motorsegler oder die sogenannten Touring-Motorsegler. Alle sind, solange sie mit der Segelfluglizenz verwendet werden, vom Part SAO erfasst. Wir haben in der Part SAO folgende wesentliche Elemente. Der Part GEN regelt also die Verantwortungen und Aufgaben des Piloten. OP, Operation, die Betriebsverfahren. PROL, Performance Operating Limitations, die Flugleistungen. IDE ist die Ausrüstung, Instruments and Equipment. Und dann gibt es vielleicht neu und gerade noch nicht so sehr verwendet im Segelflug, der Bereich Declarations für die gewerblichen Segelflugzeuge. Das heißt, ein gewerblicher Segelflugbetrieb ist im Rahmen dieser Regelungen möglich. Wichtig auch zu verstehen, der Bodenbetrieb, wie eine Winde funktioniert oder Regelungen für Windung etc., aber auch natürlich die der Betrieb der Annex 1 Luftfahrzeuge ist von diesen Betriebsvorschriften nicht erfasst. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick noch geben, ganz schnell, was im Abschnitt GEN alles enthalten ist, sodass man ein bisschen einen Überblick hat. Hier ist einmal die Zuständigkeit der Behörde. Das ist auch wichtig zu verstehen. Das ist nicht die Registerbehörde, sondern jene Behörde, wo der Wohnsitz des Halters ist. Das heißt, wenn Sie ein deutsch registriertes Luftfahrzeug haben, Sie sind österreichischer Halter dort mit dem Wohnsitz in Österreich, so ist die österreichische Behörde, also die Austro-Control, für Sie, für die Einhaltung dieser Betriebsvorschriften Part SAO zuständig. Der Part SAO ist auch gültig für die Flugschulen und dem Fall auch zum Beispiel Introductionary Flight Regelungen findet man dort. Ja. Es regelt aber auch ganz klar, wenn ein aktuelles Safety Problem ist, dass der Halter hier eine wesentliche Aufgabe hat, den Flugbetrieb entsprechend zu unterbinden und dieses Problem zu lösen. Stichwort zum Beispiel Luftdüchtigkeitsanweisungen. Viele Aufgaben, was sind die Aufgaben des Pilot in Command, was hat er alles zu tun vor dem Flug, während des Fluges, nach des Fluges, das findet man alles im Part SAO. Er regelt aber auch das Portable Electronic Equipment, wie können Sie ein Smartphone, wie können Sie ein iPad zum Beispiel verwenden, was muss ich dabei beachten, findet man im Part SAO.
Dangerous Goods ist für Segelflieger nicht so ein Thema. Trotzdem denken Sie dran, bitte, Sie können nicht einfach Medikamente, Kraftstoff oder gefährliche Güter hier mit einem Motorsegler zum Beispiel von A nach B transportieren. Hier braucht es spezielle Bewilligungen dazu. Das sind die sogenannten Dangerous Goods Bewilligungen. Welche Handbücher, welche Luftfahrzeugdokumente müssen Sie mitführen? All das ist im Abschnitt Gender Passau geregelt. Auch die Mindestinhalte eines Bordbuches findet man dort. Der Abschnitt OP, Operating Procedures, beinhaltet zum Beispiel, welche Flugplätze kann ich verwenden? Ja, was sind hier die Mindestanforderungen? Also durchaus ganz banale Fragen, die hier adressiert werden, aber auch die Notwendigkeit eines Passenger Briefing. Also wenn ich einen Passagier mit habe, wie weise ich ein? Bitte beachten hier, wie sind die Notausstiege, wie ist auch die Verwendung eines Fallschirms etc., damit im Notfall ein Passagier in der Lage ist, das Segelflugzeug zu verlassen. Flight Preparation, das ist von der Flugvorbereitung hier von den einfachen Dingen wie NOTAMs, aber auch zu Wetterinformationen gibt ganz klar, was sind hier die Aufgaben des Piloten. Natürlich auch für den Motorsegler die Mindestkraftstoffmengen. Wie gehe ich mit Mindestkraftstoff, aber auch Energie? Hier ist also schon Energiemanagement angesprochen für elektrische Motorsegler. Sie wissen, es gibt ja auch schon elektrische Motorsegler. Das heißt, die Regel ist hier wirklich so, dass sie auch elektrische Antriebe schon korrekt adressiert. Segelflugzeug Specialized Operations. Unter Specialized Operations versteht man im Prinzip Arbeitsflüge. Hier wurde im Unterschied zur NCO, die also die Basis des PASAR war, wirklich auf den aktuellen Segelflugbetrieb eingegangen. Ja, und viele Teile sind keine Arbeitsflüge mehr wie Schleppflüge, aber doch, also Vorführflüge etc. sind Specialized Operations und bedürfen einer besonderen Genehmigung. Der Abschnitt Performance and Operating Limitations, POL, ist im Segelflug eigentlich nur sehr, sehr kurz gehalten. Es steht darin, wann muss ich mein Segelflugzeug wiegen, ja, beziehungsweise welche Minimumleistungen muss ein Luftfahrzeug haben, also zum Beispiel ein Motorsegler auf einem sehr kurzen Flugplatz, welche Startstrecken müssen zur Verfügung stehen. Für Gewicht und Schwerpunkt ist im Segelflug sicherlich ein wesentliches Thema für das Flugverhalten. Es muss also sichergestellt werden, dass die Piloten immer die aktuellen Daten haben. Die Piloten müssen auch immer aktuelle Karten mit haben natürlich. Und die Leistung eines Luftfahrzeugs, also zum Beispiel einen Motorsegler für den Startfall, muss also für einen sicheren Start ausreichend sein. Der Abschnitt IDE, der SAO regelt im Prinzip, welche Instrumente, Daten und Ausrüstung muss ich tatsächlich im Flug mitführen. Bitte beachten Sie, bevor man hier in die PASAO geht, ist der erste Schritt das Flughandbuch. Dort steht, welche Mindestausrüstung das Luftfahrzeug selbst haben muss. Und dann regelt die PASAO hier, welche im Betrieb zusätzlich notwendig sind. Also da haben wir mal grundsätzlich, welche Navigationsausrüstung benötigt ein Segelflugzeug, unter welchen Bedingungen brauchen wir Zusatzausrüstungen, also zum Beispiel Schwimmwesten oder zum Beispiel First Aid Kit. Denken Sie daran, wenn Sie mit einem Motorsegler TMG über offenes Wasser fliegen, dass Sie unter bestimmten Bedingungen schon Schwimmwesten an Bord haben müssen, beziehungsweise in wirklich unzulänglichen Gegenden, welche Notausrüstungen notwendig sind. Das findet man alles in der PASAO. Aber auch, wann benötige ich tatsächlich ein Funkgerät, wann benötige ich hier einen Transponder. Relativ einfach, ich brauche ihn immer dann, wenn es eine TMZ oder eine RMZ gibt, ist natürlich auch verpflichtend, ein Transponder oder ein Funkgerät mitzuführen. Also keine grundsätzliche Pflicht des Einbaus und des Mitführen dieser Geräte. Der Notsender ist immer ein heikles Thema. Wir haben hier auch immer sehr viele Anfragen zum Thema Notsender.
Grundsätzlich vom Passau aus ist der Notsehen dafür Segelflugzeuge nicht mehr gefordert. Allerdings bitte beachten Sie, dass Österreich in den Luftverkehrsregeln den ILT und PLB immer noch dabei hat. Diese Pflicht ist entstanden aus der besonderen Situation Österreichs und im Zusammenhang mit dem Such- und Rettungsdienst und dem alpinen Gelände. Also bitte zuerst Flughandbuch, dann Passau und die Luftverkehrsregeln beachten und dann können Sie feststellen, welche Ausrüstung Sie an Bord mithaben müssen. In Passau sind auch die Vorschriften bezüglich des gewerblichen Transportes mit Segelflugzeugen. Das ist mit einer sogenannten Deklaration geregelt. Das ist deutlich einfacher wie die CAT-Vorschriften, die man im gewerblichen Flugbetrieb sonst findet, wo also ein EOC, ein Operator-Certificate notwendig ist. Das ist hier im Segelflug nicht der Fall. Eine Deklaration ist ausreichend. Das sind zum Beispiel gewerbliche Rundflüge mit Segelflugzeugen und Motorsegler. Haben Sie die Absicht, so etwas zu tun, dann ist es im Prinzip so, dass Sie die Essential Requirements der Grundverordnung einzuhalten haben. Wir haben diesbezüglich auch eine Checkliste erstellt, die bei der Austro-Kontrolle erhältlich ist. Wenn Sie diese Bedingungen eingehalten haben, können Sie eine Deklaration nach Passau ausstellen. Dazu gibt es ein Formblatt. Das senden Sie an die zuständige Behörde. Das ist die Austro-Kontrolle. Bitte beachten Sie, hier gilt der Wohnsitz, wie schon bereits angesprochen, nicht die Registerbehörde. Das heißt, haben Sie ein zum Beispiel deutsches Segelflugzeug und Ihren Wohnsitz in Österreich, dann ist die österreichische Luftfahrtbehörde hier zuständig. Auf Basis des Luftfahrtgesetzes mit der Deklaration wird Ihnen dann eine Bewilligung ausgestellt. Diese Bewilligung berechtigt Sie dann zum gewerblichen Betrieb. Hier gelten alle Themen, die in Passau und Lizenzthemen sind, müssen Sie einhalten. Insbesondere gilt das natürlich auch, wie schon gesagt, für die Instandhaltung und das Management zur Instandhaltung. Diese sind dann jeweils in einem Betrieb erforderlich. Von Seiten der Behörde passiert dann eine Aufsicht. Das heißt, die Behörde wird hier entsprechend prüfen, ob die Bedingungen, die in der Deklaration enthalten sind, auch eingehalten werden. Umweltschutz und Klimaschutz wird immer mehr ein Thema, auch im Bereich des Segelflugs und Fliegen mit Motorseglern. Es gibt schon einige EASA-Musterzulassungen, insbesondere für Motorsegler erwarten wir in den nächsten Jahren doch eine erhöhte Anzahl von Luftfahrzeugen, die von Seiten der EASA zugelassen wurden. Die EASA hat auch schon ein Motorflugzeug für den Betrieb, den reinen Elektrobetrieb, zugelassen. Wenn Sie so etwas beabsichtigen oder nachdenken, aber auch zum Beispiel für elektrische Startwinden etc., es gibt hier Förderungen vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Das ist das klimaaktiv.at und umweltförderungen.at. Bitte nützen Sie diese Chancen. Ich glaube, es gibt hier attraktive Möglichkeiten. Ich habe es eingangs schon erwähnt, Kommunikation ist eines der wichtigsten Themen im Rahmen der Flugsicherheit. Hier gibt es sehr, sehr viele Maßnahmen. Bitte besuchen Sie Workshops, nehmen Sie teil an Informationsveranstaltungen in Ihren Vereinen und Organisationen, nehmen Sie Ihre Verantwortungen wahr. Austro-Kontrol bietet Ihnen auch einen Push-Service und auch Informationsveranstaltungen wie den Season-Opener. Aber auch, sage ich mal, Verbände wie AOPA, Aeroclub, aber natürlich auch die EASA hat hier umfangreiche Informationen. Es gibt auch eine EASA General Aviation Community, an der man online teilnehmen kann, um hier immer am letzten Stand der Informationen zu sein. Safety Culture ist also ein wichtiger Beitrag. Öffnen Sie Ihre Augen, schauen Sie bitte nicht vorbei, kommunizieren Sie Sicherheitsthemen aktiv, dann tragen Sie aktuell zur Sicherheit bei. Safety Promotion und Safety Culture betrifft uns einfach alle, wir dürfen nicht wegsehen. Ich wünsche Ihnen für 2021 schöne Aufwinde und sichere Landungen und alles Gute von Seiten der Luftfahrtagentur.